blaue Autobus von James Krüss und Liesel Stich. Ein lustiges Bilderbuch vom blauen Autobus und dem schwarzen Pudel Ottokar. Was rumpelt da, was pumpelt da, was macht uns viel Verdruss? Es rattert durch die Innenstadt der blaue Autobus. Was dröhnt und stöhnt er immer da und warum macht er tut? Das liegt am Pudel Ottokar, der bringt ihn so in Wut. Der Ottokar, der Pfiffikus, was macht der Pudel dort? Er stellt sich vor den Autobus und bellt in einem fort. Der Fahrer dreht das Steuerrad, der Autobus weicht aus und rast beim Tempo, das er hat, beinahe in ein Haus. Ein Schlachter, der vorm Hause steht, verliert vor Angst den Speck und seine Tochter Annegret wird kreidebleich vor Schreck. Doch immer noch tobt Ottokar vorm Autobus herum, dem Fahrer und der Kinderschar wird es am Schluss zu dumm. Sie fahren weiter durch die Stadt, doch nicht mehr gar so schnell, denn vorneweg hüpft Ottokar mit grässlichem Gebell. Was hat des Pudels Herr im Sinn? Man fährt den Hund ja tot. Ach, Herrchen ist beim Bäcker drin und kauft ein halbes Brot. Wer ruft denn nur den Hund zurück? Der ist ja nicht gescheit. Da kommt der Herr zu seinem Glück. Es war auch höchste Zeit. O Ottokar, o Ottokar, du bist ein loser Strick. Da hast du wirklich Glück gehabt. Im letzten Augenblick. Hab Dank, du blauer Autobus, du hast den Hund geschont. Du wirst dafür, Herr Autobus, mit Dieselöl belohnt. Da rumpelt er und pumpelt er und trinkt es mit Genuss, sagt Dankeschön und freut sich sehr, der blaue Autobus.